Der funktioniert bei mir leider nicht. Düdüm. Düdüm. So was Cooles habe ich nicht, so cool bin ich nicht. Ey, da ist ein Offi. Hi Offi, cool, dass du da bist. Spielst du heute noch Golf? Pff, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. Ach, guck mal, wer da liegt. Da liegt jemand. Wahrscheinlich spiele ich heute. Sehr wahrscheinlich spiele ich kein Golf mehr heute. Nee. Golf ist heute nicht dran. Aber wer weiß, vielleicht gehe ich nachher noch auf Ark oder sowas. Keine Ahnung. Erwarten ein paar Tierchen darauf, gefüttert zu werden. Morgen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich auch eher weniger. Golf ist zurzeit nicht unbedingt gerade auf der Liste der Spiele, auf die ich so großartig übelst viel Bock habe. Diese Woche? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher weniger. Wahrscheinlich eher weniger. Ich wusste gar nicht, dass ein Krokodil so die Wände hochklettern kann. Dieses Jahr? Dieses Jahr wahrscheinlich. Bestimmt. Irgendwann nochmal. Ich meine, das Jahr hat ja noch 8 Wochen. Krass, das Jahr hat nur noch 8 Wochen. In diesem Leben? In diesem Leben zu 100%. Halt die Klappe. Hör auf, so gruselig zu sein. Halloween ist vorbei. Im Ernst? So gerade so wahrscheinlich, ne? Ja. So gerade so. Und was ist, wenn du morgen vom Bus überfahren wirst? Da ich morgen in keinen Bus steigen werde und sehr wahrscheinlich auch das Haus nicht verlassen werde, ist das sehr unwahrscheinlich, dass ich morgen von einem Bus überfahren werde. Ne? Ja, vor allen Dingen wäre Bombi sehr traurig, das stimmt. Na gut, schleichen wir wieder zurück. Das kennen wir ja schon. Wenn ein Flugzeug in mein Haus fliegt. Tja. Dann wäre doof. Flugzeuge sind eine reelle Gefahr. Dann wäre doof. Aber da hier keine Flugzeuge. Ha, so. Tief über unser Haus drüber fliegen, würde ich diese Wahrscheinlichkeit oder diese Möglichkeit auch eher als sehr unwahrscheinlich einstufen. Es ist wahrscheinlicher, dass ich stolper beim Treppe runterlaufen und mir das Genick breche. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Aber auch da glaube ich. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ein Mörder, der zu mir morgen kommt. Ich meine, wir hatten tatsächlich schon Mordfälle bei uns in der Gegend, so ist es ja nicht. Und auch Mörder, die dann durchaus an unserem
oder durch unsere Nachbarschaft irgendwo ins Feld und in die Wälder verschwunden sind. So ist es ja nicht, aber... Na, ich glaube nicht. So wichtig bin ich dann doch nicht. Gosh, meine Katze mir den Hals aufschlitzt, ist unmöglich, denn ich besitze keine Katze. Mein Hund, ich habe keinen Hund. Der Vogel, den ich habe. Okay, wir haben eigentlich zwei. Die sind so alt. Nee. Stimmt, die Kanarienvögel sind im Käfig, die tun nichts. Vor allen Dingen haben die zu sehr Schiss, rauszugehen, selbst wenn sie die Möglichkeit hätten. Die Katze von nebenan. Die nächste Katze von nebenan. Ich glaube, wir wohnen gerade so am Rand ihres Territoriums. Falls unser Garten überhaupt noch in ihr Territorium mit reinzählt. Nein. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Vor allen Dingen haben die mehr Angst vor uns, als dass da tatsächlich irgendwie was passieren würde. So, ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Stein. Ja, gehen wir Holz kloppen. Na, alles klar. Schön machst du das. Ein Auftragskiller, den ich bestelle. Dieser Auftragskiller müsste auch erstmal meinem Vater vorbei. Und an Bombi kommt sowieso keiner vorbei. Das sowieso nicht. So, kloppen wir ein bisschen Holz. Warum? Weil wir es können. Oh, hey, Riker ist auch wieder da. Bombi ist sehr stark. Ja. Dammit! So. Ich hab mich, du stirbst morgen nicht. Ja, ich werde morgen wohl nicht sterben. Alles klar, Bombi. Alles klar. Ach, und vor allem, solange Bombi an meiner Seite ist, übernimmt er das Sterben. Für mich. Die meiste Zeit zumindest. Ne? Wow! Ganze zwei Diamanten in Minecraft. Oh, wow! Meister des Respawns, da macht dir keiner was nach. Das ist richtig. Das ist richtig! Und wenn wir es jetzt zu Tode gefarmt haben, dann werden wir mal nach unseren Leibeigenen gucken. Und die nach Hause schaffen.
Klar. Genau, alles raus, was keine Miete zahlt. Heimwärts geht's. Kroko klettert immer noch hoch und runter. Herrlich, wie die jammert, wenn es ums Trinken geht. Genial. Genial. Dich zu Tode fahren, wie willst du da irgendwas machen? Genau, respawn, Chips Cola. Einfach respawn. Ich habe hier vom Besten gelernt. Einfach respawn. So, wir gehen erst auf die andere Seite. Ja, genau. Genau so habe ich es gelernt. Genau so. Das wäre eine geniale Idee. Das sollten wir den Leuten mal vorschlagen, das vielleicht zu versuchen. Du wurdest ermordet? Kein Problem. Einfach respawn. Bombe haut rein. Alles klar. Alles klar. Schleichen wir zurück. Kein Problem. Obwohl. Können wir sogar noch was kloppen. So. Heimwärts. Das wird das Problem sein, die Respawn-Punkte. Das könnte natürlich sein. Das wird der Punkt sein. Daran muss man natürlich denken, bevor man stirbt. Und hoffen, dass der Punkt dann auch funktioniert, ne? Und nicht blockiert ist. Na, alles fit? Sehr gut. So. Farmen bis zum Umfallen. Damit wir uns ja auch gescheit verteidigen können. Sollte es denn dann mal soweit sein, dass Leute uns tatsächlich besuchen kommen wollen.
Tja, aber mir tut mir leid. Leider haben dich die Weihnachtselfen erwischt. Vielleicht solltest du dich noch etwas erholen, bevor du gleich Auto fährst. Nach diesem Angriff. Na? Uhahaha. So wie dein Bot mich hasst, scheint mein Bot dich nicht zu mögen. Kack mal erfolgreich. Sehr gut, willkommen zurück. Wie du mir, so ich dir, genau. Tja, aber mir tut mir leid. Ich habe leider keine Sound-Commands. So cool bin ich nicht. So cool bin ich nicht. So cool bin ich nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber so cool bin ich nicht. Ich hoffe, du hasst mich jetzt nicht und es ist jetzt nicht vorbei, nur weil ich keine Sound-Commands habe. Es tut mir echt leid, dir das sagen zu müssen, aber... Ne? So ist das leider. So, komm her, du. Ich teste jetzt die neue Waffe. Ist schon eine schlimme Belastung für die Beziehung. Der hat absolut keine Chance. Tja. Es tut mir sehr leid, aber ich... So ist das. Aber vielleicht kann man da gemeinsam dran arbeiten. Ne? Genial, ich stehe im Busch und sammle und nichts passiert. So muss das. Genau so muss das. Wir gehen ab nächster Woche zur Stream-Comment-Beratung. Das ist doch eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ich meine, wenn das unsere Beziehung rettet, dann bin ich schon bereit, dafür dahin zu gehen. Falscher Stream, Bombi. Falscher Stream. Wofür ist eine rote Schildlaus gut? Was kann die? Ist die cool? Verdirbt die? Stirbt die? Knochen brauche ich nicht. Ach, damit kann ich Soundcommands in den Stream einfügen. Tja, da brauche ich noch ein paar mehr. Wo sind denn hier noch ein paar Kakteen?
Die ist voll gut, ja. Wow. Mal hier, dann werde ich hier gleich noch ein paar mehr sammeln. Darauf könnt ihr aber Gift mitnehmen. Ich vermute mal, du kannst damit Campari herstellen. Puh, alles klar, was auch immer das ist. Sammel. Du Namen sind Schall und Rauch, keine Ahnung. Ah, nee, kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Das ist doch auch mal schön ruhig. So ganz ohne Musik, ja. So ist das. YouTube mag Musik unbedingt nicht so. Nicht so unbedingt. Und von daher. Ohne Musik. Aber wer weiß, vielleicht mache ich gleich ein bisschen Musik an, wenn ich eh nur am Farmen bin. Ist das nicht so hoch, höchst interessant für YouTube? Ne? Von daher. So. Hör auf zu brüllen. Unsere philosophischen Gespräche halte ich doch für sehr interessant für YouTube. Tja, schon. So ein bisschen. Vielleicht, eventuell. Auf zu brüllen, meine Güte. Hier hat hier niemand was getan. Nehmen noch ein bisschen Holz mit auf dem Rückweg. Schadet nicht. Alles klar. Ja, hier lernt man was. Sehr schöne. Ist das denn eigentlich hier noch Gaming-Content oder eher? Den Kopf brauche ich nicht. Ich habe schon zwei an der Wand hängen. Geh weg. Da kann man das hier schon fast als Lehrvideo sehen. Chips Cola. Sehr geil. Sehr genial. Meine Güte. So, heimwärts geht's. Guck mal, die ersten Bäume respawnen hier schon. Herrlich. Keine Ausdauer mehr, du kannst mich mal. Ich geb dir gleich keine Ausdauer mehr. So viel wie du jetzt schon gerannt bist und trainiert hast, müsstest du doch eigentlich die Ausdauer aufbauen.
Ne, Bombi-Quotes habe ich auch nicht. Tut mir leid. Bin voll langweilig, was das angeht. Ich habe keine Quotes. Ich habe keine Sound-Commands. Ich habe ein Minispiel. Das habe ich. Aber das war's dann auch schon. Käsekuchen. Oh, Käsekuchen, das wäre jetzt genial. Für Käsekuchen hätte ich jetzt voll Bock. Käsekuchen hätte ich jetzt echt Bock. Lootboxen sind es bei mir auch nicht. Sondern eher Cookies. Bei mir gibt es Cookies und keine Lootboxen. Komisch, aber wahr. Ey, guck mal, ich bin fast 24. Mann, bin ich alt. Ja, Riker, da musst du häufiger zusehen. Und Glück beim Klauen haben. Damit das was wird. Oh ja, unser lieber Bombi ist schon ein Schokosuchti. Aber was will man auch machen mit knapp über 70 Stunden des Lebens verschwendet auf diesem Kanal? Rinde, ich könnte Rinde besorgen. Das wäre eine gute Idee. Lasst uns Rinde besorgen. Immer gleichzeitig streamen. Was hilft, ist entweder der Multi-Twitch, eventuell vielleicht, oder zwei verschiedene Browser-Tabs und den einen dann halt stumm. Na, dann geht das auch. Dann geht das auch. Hey, der Baum ist gerade gespawnt. Habt ihr es gesehen? Lustig. Den guckst du immer. Dann scheint der Bot den Multi-Twitch nicht zu realisieren. Tja. Ich fände das herrlich, wie die auseinanderfallen und dann einfach verschwinden. Immer ich. Du dumm, Riker, du dumm. Du dumm. Hashtag Magic. Yep. Magic. Magic ist immer schuld. Oh wow, Bombi hat zugeschlagen. GG. GG. Einfach weiter knüppeln beim Laufen. So macht man das heutzutage.
Vielleicht, wenn Bomben hier so abbrennt, muss ich den. Den Maximalbetrag runterstellen. Vielleicht. Sind das diese lustigen Palmen? Oh, Tatsache. Cool, das sind lustige Palmen. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Dammit. Ha! Ha! Na! Muha! Keine Ausdauer mehr. Cool, ich hab den Ausdauerbug. Herrlich. Warum auch nicht? Hashtag und Boxholz. Darf ich dir ein ernst gemeintes Kompliment machen? Sicher! Mach mir ein ernst gemeintes Kompliment. Komplimente sind immer gut. Da kommt das Holz rein. Und die Rinde kommt hier drüben rein. Da. Feuer mal ein bisschen. Ich finde deine Stimme mega süß. Oh, danke. Danke. Das ist ein nettes Kompliment. Danke für dieses Kompliment. Ich fange jetzt mit Hashtag Serie an und Hashtag lustige Palmen. Hashtag brauche ich nicht. Hashtag Ausdauerbug. Alles klar. Gut. Hashtag wer es braucht. Hashtag voll. Eieiei. So, wenn wir gerade schon mal hier sind, können wir die Kohle auch gerade mitnehmen. Hashtag spring in die Grube. Hashtag wie wär's mit nein? Spielst du allein oder auf einem Server? Ich spiele auf einem Server. Ja. Ich spiele auf einem Server. Auch mit meinem Freund zusammen hier so ein kleines... Eine noch kleine Festung. Aber wart ab. Hashtag Größenwahn und so. Die wird noch genial. Nur abwarten. So, ich muss jetzt die Ausdauer losrennen, damit der Bug weggeht. Okay. Wer ist denn dein Freund? Uff. Mein Freund, das ist so ein ganz bombastischer Kerl. Ah, ha! Ist weg! Hashtag schlechtes Internet bei dir. Weißt du, mein Freund, der ist so bombastisch, dass man ihn kennt als The Bombardin. Kaum zu glauben, aber wahr. Der Name stimmt wirklich. Hashtag kenne ich aus eigener Erfahrung. Sowas, den kennst du? Wow, sag ich doch, er ist bekannt. Sag ich doch, dass er bekannt ist. Ist das Asterix und Obelix im Hintergrund? Im Poster auf der Wand? Ja, das sind Asterix und Obelix und Idefix. Das ist mein Abi-Plakat, quasi. Als ich Abitur gemacht habe, haben mir das meine Schwestern gemalt. So, als viel Glück.
Und seitdem hängt das da. Oha. Kurzer Schockmoment. Was ist passiert? Ist dir was über die Tastatur gekippt? Künstlerisch begabt, du zeichnest auch. Ja, wobei das mehr oder weniger abgepaust ist. So mit Overhead-Projektor an die Wand geworfen und dann abgemalt. So ist das entstanden. Da geht noch was. Nicht viel, aber da geht noch was. So, heimwärts geht's. Unterwegs was trinken, was essen. Nee, dass bei mir ein Freund ist. Da warst du gar nicht drauf eingestellt. Tja. So ist das. Ja, auch nicht, wie du siehst. Tja. Er scheint es auch nicht bis ins Bett geschafft zu haben. Tja, zu dumm. Muss er auf dem kalten Boden schlafen, wobei so kalt ist es nicht. Ist ja das Kochstelle nebendran. Ein bisschen Stein. Ein bisschen Holz. Rennen wir mal drüber über den guten. Ein bisschen Rinde. Da. Zu viel Campari getrunken, hast du nicht mehr ins Bett geschafft. Tja. Heute kommen Geheimnisse raus. So ist das. Gib bald ein 5 geheime Fakten aus meinem Leben-Video. Ihr könnt 1000 in den Truhen machen. 200er Packs, wie geht das? Tja, wie geht das? Wir haben diverse Mods installiert. Kann sein, dass das dann damit zu tun hat. Hier können wir, glaube ich, hier können wir auch 1000er Stacks drin machen. Warum jetzt dann liegen? So, was wollte ich machen? Ich wollte nach unseren neuen, wie nennen wir sie denn? Familienmitgliedern gucken. Das ist eine Mod. Yep. So, Nadu, wie sieht's aus? Fast fertig. Sehr gut. Und wenn du fast fertig bist, brauche ich nach den anderen eigentlich quasi nicht gucken. Und die brauchen ja dann noch länger. Und es ist doch sehr warm da draußen. Aber was ich machen könnte, einfach weil ich es kann, töten. Der Tänzer, der braucht eventuell noch Suppe. Muss ich da hinlaufen? Lass mich erst töten und dann schaue ich zum Tänzer. Aber ich kann mir die Suppe ja schon mal holen. Gucken, ob ich den Tänzer wiederfinde. Ja, mein Kammer. Nein, das wollte ich nicht ablegen. Das wollte ich nur aufteilen. Nur aufteilen. Besser. Danke. Meine Güte. Der hatte vorher nur 60 drin. Essen habe ich, Ambrosia habe ich. Gut.
gehen wir nach dem Tänzer gucken.